Aloha Seekräuter und willkommen zurück zu diesem Ausblick. Diesmal geht's um neue Karten und Spielmodi. Ich habe euch erstmal hier den neuen Spielmodi Konvoi mitgebracht und dann gibt's nachher noch einen anderen Spielmodi und eine neue Karte. Der ist schon ein bisschen länger bekannt, den habe ich euch bis jetzt irgendwie aus mir nicht erklärlichen Gründen noch nicht im Ausblick vorgestellt, deswegen hole ich das hier nach. Seht's mir also nach, wenn ihr davon schon mal was gelesen habt. Ich habe es irgendwie versäumt, das in ein Video mit einzupacken. Tut mir leid. Fangen wir hier mit dem Konvoi A an. Wir haben hier jetzt Bot-Konvois, die einer festgelegten Route folgen. Symmetrisch ist die, also genau gleich lang. Ihr seid Flugzeugträger, Kreuzer, Schlachtschiffe oder Zerstörer und joint hier dem Game. Es kann 6 gegen 6, 7 gegen 7 oder 12 gegen 12 stattfinden. Und diese Konvois bewegen sich automatisch, also auch wenn ihr nicht dabei seid. Umso mehr in dem Umkreis von diesem Konvoi sind, das wird dann wahrscheinlich aufgezeichnet werden, so ähnlich wie bei dem Halloween-Event, umso schneller bewegt sich dieses Schiff und ihr erhaltet einen Heal in der Zeit, wo ihr in diesem Umkreis seid. Also das Schiff wird selber geheilt und ihr als Mitfahrer, als Beschützer des Konvois bekommt auch einen Heal. Aber nur dann, wenn halt Schiffe von euch in dem Umkreis sind, umso mehr, desto schneller fährt der Konvoi. Ziel der ganzen Aktion ist es, diesen Konvoi vom Spawnpunkt bis zum Zielpunkt als erster zu begleiten. Und das ist eigentlich der Punkt, ne? Am Ende entscheidet nur dieser Konvoi. Wer zuerst über die Ziellinie fährt, hat gewonnen. Und wenn keiner mehr lebt, dann gibt es eben da einen Unterschied. Ja, von wie weit, wenn das rote Schiff erst hier ist, das grüne aber schon da, dann wird es eben automatisch so sein, dass der hier irgendwann als erstes eintrifft. Sei denn, vom Team Rot lebt noch jemand. Mitmachen können auch Flugzeugträger, die können nicht wiederbelebt werden. Wenn sie raus sind, sind sie raus. Alle anderen Spieler können zweimal respawnen in diesem Spiel und dann sich wieder einbringen und versuchen, das Team zu unterstützen. Ich finde es mal eine ganz interessante Variante. Ist natürlich eine ganz frühe Work-in-Progress-Status, heißt, dass sie das durchaus nochmal ändern kann. Aber, ja, ist eine spannende Geschichte. Finde gut, dass sie sich hier weiter Gedanken machen, das Spiel zu verbessern. Und dann gibt es natürlich Konvoi B. Und da seht ihr auch, wie das läuft. Es gibt ein Verteidigerteam und es gibt ein Angreiferteam. Die Verteidiger müssen diesen Konvoi eben beschützen, dass er nicht zerstört wird. Und ihr seid Angreifer und müsst dafür sorgen, dass dieser Konvoi schnellstmöglich zerstört wird. Wenn diese Phase besteht aus zwei Sachen. Gewinnt tut das Team, was diesen Konvoi am weitesten gebracht hat. Also wenn Team Grüne bis jetzt hier schafft, also sagen wir Team A, ja, dann tauscht ihr nämlich nach einer gewissen Zeit die Rollen und seid dann selber Verteidiger, während dann das grüne Team zum roten Team wird, wird das rote zum grünen Team. Ihr wisst, was ich meine. Ihr tauscht dann einfach die Rollen und wenn ihr dann bis hier schafft, dann hat das Team 2, was den Konvoi bis hier gebracht hat, eben gewonnen. Die Teams werden aus 7 Spielern bestehen und auch da gibt es dann wieder bei den verteidigenden Schiffen werden Strukturpunkte hergestellt, wenn ihr euch in der Nähe der Konvoi-Schiffe aufhaltet und Schiffe können nach der Zerstörung wieder auftauchen. Die Angreifer respawnen schneller, also wenn ihr als Angreifer versenkt würdet, spawnt ihr schneller und an einem zufälligen Punkt, während die Verteidiger langsamer respawnen, aber sich den Respawn-Punkt ein bisschen auswählen können in der Nähe des Konvois. Das ist das, was sie jetzt machen wollen. Finde ich auch ganz interessant, dass man hier sozusagen zwei Auswahlmöglichkeiten hat. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr draußen in der Community diese neuen Varianten Konvoi denn so findet. Für mich hört sich das erstmal super spannend an. Hier wird natürlich noch nichts davon erwähnt, welche Tierstufen möglich sind und ob hier zum Beispiel auch Flugzeugträger möglich sind, denn die sind hier nicht eingezeichnet, ja, muss man auch sagen, bei Konvoi B. Ja, würde mich einfach interessieren, auch damit gerne runter in die Kommentare unter dieses Video. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt und der ist dann nämlich Bering Sea. Und ihr seht schon, auf was das hier hinausläuft, eine völlig neue Karte, völlig neue Spawnpoints, Flugzeugträger sind hier auch eingezeichnet und ihr startet ganz nah beieinander. Also ihr könnt hier einfach links abbiegen, links durchfahren und dann seid ihr schon beim Gegner. Und ihr seht auch, dass es hier keine Caps gibt, sondern ja, dieser Testmodus heißt Durchbruch. Ihr müsst hier quasi als erster diese Ding da hinten erreichen, diesen Bereich. Und wenn ihr Erster seid, dann ja, habt ihr da gewonnen, wenn ihr es schafft, diese Teile zu erobern. Wird für T8 bis T10 schon verfügbar sein und dann wird halt hier diese Bering Sea Variante mal ausprobiert. Und das soll halt eine
sehr früh ins Spiel eine Dynamik bringen, wo man schon sehr früh anfängt, intensiv zu bekämpfen, je nachdem, wie man dann eben fährt, ob man hier quer durchfährt und den Gegner aufklären möchte oder nicht. Und ihr wisst ja, Radarreichweite, also eine ganze Geschichte. Ihr könnt mir gut vorstellen, dass sich die Teams sogar alle am Anfang erstmal umfahren und später, wenn sie mit dieser Map vertrauter werden, dann eben ein bisschen mehr riskieren. Aber es soll eben die ganze Geschichte diversifizieren. Und auch hier auf dieser Karte wird es dann neue Gefechtsmodis geben. Jetzt weiß ich nicht, warum er hier gerade nicht weiter springt. So, jetzt bin ich wieder da und da gibt es natürlich auch verschiedene Gefechtsmodi, wo ihr dann hier die Punkte erobern müsst. Mal gibt es hier die Basis, die dann schon erobert ist und euch Punkte von vornherein gibt und hier nur ein Cap, um den richtig gekämpft werden muss. Und dann gibt es nochmal eine andere Variante, wo ihr nämlich dann die ganz normalen Herrschaftsmodus spielt, wo kein Cap am Anfang schon vorerobert ist, sondern wo alle drei eben erobert werden müssen, während einer hier besonders geschützt ist, der andere relativ weit offen ist. Also ich bin gespannt, was da so passiert. Prinzipiell finde ich es klasse, dass in der letzten Zeit wieder ein paar neue Karten kommen, weil man sich dann auch wieder neu einspielen muss. Das Spiel wird so ein bisschen aufgelockert und nicht so, ach, die Taktik, da muss ich dahin fahren. Man kriegt jetzt mal wieder so ein paar Puzzleteile dazu. Ja, und das soll es eigentlich schon gewesen sein von dem Ausblick. Diesmal war ja wirklich mal ein bisschen was anderes mit dem Naval Training Center, mit den Buffs und Nerfs und mal ein bisschen was von den Karten. Also wirklich alles so querbeet, was in der letzten Zeit an Informationen von Wargaming so kam. Und ja, vielleicht sehen wir schon demnächst einen neuen Kampfmodus in World of Warships oder vielleicht auch zwei. Jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr es noch nicht abonniert haben solltet, freue ich mich sehr über ein Abo und die Social-Media-Geschichten. Die kennt ihr alle schon. Oben in der gelben Leiste sind die ganzen Adressen, wo wir verfügbar sind. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links dazu. Ich sage jetzt vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Video hier auf dem Seekrauts-Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.